In diesem Video erwarten dich sanfte Übungen für deine Halswirbelsäule, um die Gelenke zu ölen, die Muskeln schön zu durchbluten und einfach alles fließen zu lassen. Abonnier gerne an dieser Stelle meinen Kanal, falls du das noch nicht getan hast, und gib dem Video doch einen Daumen nach oben und lass uns jetzt gerne mit den Übungen beginnen. Bei der ersten Übung starten wir mit einer liegenden 8 in der Luft. Das heißt, du sollst im Rahmen deiner eigenen Grenzen langsam und behutsam eine liegende 8 in der Luft nachzeichnen und dann nach einiger Zeit langsam einmal die Richtung ändern. Einfach so gut es geht, dich in deine Halswirbelsäule reinfühlen. Dann machen wir uns einmal locker. Du darfst den Schultergürtel etwas kreisen und dann drehst du dich zur einen Seite und am Ende der Bewegung machst du jeweils eine kurze Nickbewegung. Respektiere auch hier deine natürlichen Grenzen. Schau, in welchem Bereich es sich noch angenehm, nicht unangenehm anfühlt. Und dann komm auch hier wieder einmal zur Ruhe, locker dich ein wenig aus. Und dann soll der Kopf einmal als nächstes so weit wie möglich nach vorne gebeugt werden und aus dieser Position nach rechts und nach links eine langsame Drehbewegung durchgeführt werden. Diese Übung unterstützt die natürliche Rotations-, also Drehfähigkeit deiner Wirbelgelenke. Fühl dich auch hier ganz sanft ein wenig rein. Und dann komm auch hier wieder zunächst zu einer kleinen Pause. Und von dort machen wir mit der nächsten Übung weiter. Wir gehen in die sanfte Streckung und zwar ein wenig schräg nach hinten. In meinem Fall spüre ich deutlich die vordere Halsmuskulatur, wie sie auf sanften Zug kommt. Die Streckung der Halswirbelsäule kann eine sehr wohltuende Bewegung sein, von der sich viele Menschen etwas scheuen, aber die eben zu den ganz normalen natürlichen Bewegungen dazugehört und deswegen in der Regel auch trainiert und durchgeführt werden sollte. Nun kannst du mir mit der nächsten Übung folgen, abwechselnd die Fingerspitzen auf die eine Schulter legen und mit dem Arm zur Seite ausstrecken. Das ist eine sanfte Nervenmobilisation. Vielleicht spürst du auch den leichten Zug in deinem Arm, vielleicht im Unterarm oder in den Fingerspitzen. Und auch hier wieder, ohne etwas zu erzwingen, auf natürliche Art und Weise in die Bewegung gehen, um deine Nerven zu unterstützen. Locker dich auch hier wieder aus, spür mal nach, wie du dich fühlst, wie sich deine Halswirbelsäule anfühlt. Und nun geht's weiter mit der Schildkröte. Den Kopf nach vorne und nach hinten strecken. Und auch da einfach mal die Bewegung kennenlernen. Beim nach hinten bewegen mag die Orientierung helfen, dass du ein leichtes Doppelkinn machst und der Rücken dabei sich ganz aufrichtet. Und die Bewegung nach vorne, die wird vielen Menschen deutlich leichter fallen. Umso wichtiger, dass wir auch die Bewegung nach hinten üben, um alles schön zu ölen und alles schön in Bewegung zu halten. Nun geht's weiter mit einer Übung, indem du den Kopf zur Seite neigst, mit der entgegenliegenden Schulter ein paar Mal hoch und runter bewegst und dann am Ende einmal unten bleibst und das Ganze durch eine kontrollierte Atmung folgen lässt. Versuch, in deinen Brustkorb hereinzuatmen, Entspannung wahrzunehmen und gleichzeitig auch das leichte Ziehen in Arm- oder Schultergürtel zu spüren. Das Gleiche einmal mit der anderen Seite, den Kopf dorthin neigen und die entgegengesetzte Schulter hoch und runter ziehen. Und dann ungefähr mit dem dritten Mal kannst du dann den Arm einfach hängen lassen
und du kombinierst das Ganze dann gerne einmal wieder mit der Atmung, spürst dich rein, lässt dich einfach fallen und lernst deine natürlichen Grenzen kennen und versuchst einfach mal so viel Spannung aus deinem Körper abzugeben, wie es dir möglich ist. Auch das hast du wunderbar gemacht. Und wer meine Videos aufmerksam verfolgt, der kennt das vielleicht bereits, die Sägeübung. Auch hier wollen wir einmal im Prinzip der Brustwirbelsäule auch etwas Gutes tun, die aber in direkter Verbindung mit unserem Nacken steht und deswegen auch einen positiven Einfluss auf die Entspannung dort haben kann. Und fühl dich da auch einfach mal etwas rein. Du kannst mit der Zeit den Körper etwas mehr mit rotieren, einfach deinen eigenen Rhythmus finden, so wie es sich für dich natürlich anfühlt. Und dann lockerst du dich nochmal ein wenig aus. Und dann darfst du dir selber auf die Schulter klopfen, dass du dir diese 5 Minuten genommen hast für dich und deine Gesundheit. Ich wünsche dir alles, alles Gute und viel Gesundheit.